Gegen Ende seines Lebens schrieb Goethe das Buch Dichtung und Wahrheit, eine vermeintliche Autobiografie über seine Jugend. Und wie sich erst sehr viel später herausstellte, war sehr viel Dichtung, sehr viel Fiktion in dieser vermeintlichen Autobiografie und teilweise nicht so viel Wahrheit. Das hat die Forschung erst sehr viel später herausgefunden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Und wir geben uns mal die Mühe und gucken, was an den Finanzmärkten Dichtung, also Fiktion, und was Wahrheit ist. Und da können wir gleich mal anfangen mit dem, was Wahrheit ist, und das mit der Fiktion ein bisschen abgrenzen oder zu der Fiktion abgrenzen. Das ist die Wahrheit, das ist das Federal Register, dass heute die Anhebung der Zölle gültig Mitternacht, Samstag auf Sonntag, Washington-Uhrzeit verkündet. Die Chinesen werden Gleiches tun. Mithin ist also diese Hoffnungsrallye, die wir jetzt ständig gesehen haben, erstmal ein bisschen an den Fakten vorbei. Die Zölle werden angehoben. Die Märkte hatten ja so ein bisschen insgeheim gehofft, naja, wenn die Chinesen so ein bisschen eine deeskalierende Rhetorik haben, dann werden die Amerikaner, wird Trump möglicherweise auf diese Zollanhebung von 10% auf 15% erstmal verzichten. Nein, ist nicht der Fall. Und damit ist sozusagen eine Goodwill-Geste erst einmal unterblieben. Wahrheit ist auch, dass wir jenseits des Handelskriegs hier den Dollar auf einem Allzeithoch sehen, nämlich den sogenannten Trade-Weighted Dollar Index. Es gibt den Dollar-Index, das ist ein Index, wo der Euro sehr, sehr stark gewichtet ist, 54%, und es gibt den sogenannten Trade-Weighted Index, da sind einfach viel mehr Währungen drin und der Euro ist nicht so dominant. Und wir sehen, dass der heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, und das passt Monsieur Donald Trump überhaupt nicht. Der hat heute nämlich da mal wieder eine Twitter-Salve losgelassen, vor allem gegen die Fed. Wir haben heute den 30. August. An 24 Tagen im August hat Donald Trump jetzt damit gegen die Fed polemisiert über Twitter. Schauen wir uns mal an, was er dazu gesagt hat. Wenn die Fed praktisch senken würde die Zinsen, dann hätten wir den größten Rallye an den Aktienmärkten überhaupt. Und jetzt ist es doch so, dass schlecht geführte Unternehmen die Ausrede haben mit den Zöllen, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Nein, hat es nicht, Donald. Gestern hat etwa Abercrombie und Fitch, vielleicht eine schlecht geführte Firma, weiß ich nicht, wie auch Best Buy, ein größerer Einzelhändler in den USA, haben unisono gesagt, die Zölle, die machen uns die Margen kaputt. Wir senken deutlich die Prognosen. Heute wieder viele Interviews, etwa auf CNBC, von Firmen, die sehr viel Waren aus China importieren. Und die sagen, es geht nicht anders. Wir müssen dann die Preise anheben oder auf die Marge verzichten. That's it. Und es zerstört vor allem das Vertrauen der Investoren. Die Unsicherheit der Investoren ist eben durch diese ganze Zollpolitik von Donald Trump maßgeblich gesteigert worden. Er meint aber, nein, wir haben kein Zollproblem, wir haben ein Fed-Problem, auch heute also wieder Tenor. Und er beschwert sich ganz besonders gegenüber dem Euroraum. Der Euro ist dropping against the dollar like crazy. Und in der Tat, wir haben heute den tiefsten Stand seit März 2017 bei der Gemeinschaftswährung unter der 1,10er-Marke. Uiuiuiui. Und da hat ein Mann eine gewisse Rolle auch gespielt in dieser Situation, nämlich Nowotny, EZB-Mitglied aus Österreich, der bald sein Amt aufgeben wird. Und der hat gesagt, also Aktienkäufe, ETF-Käufe durch die EZB völlig ausgeschlossen, das werden wir nicht machen. Und das hat die Märkte so ein bisschen enttäuscht, aber vor allem hat Nowotny etwas gesagt, was ich für Wahrheit halte und für sehr nachdenkenswert und für keine Dichtung. Nämlich, wir hatten das Glück einer 74-jährigen Friedensperiode, und das hat unweigerlich zum Problem einer ungeheuren Akkumulation, also Anhäufung von Vermögen auf der einen und Schulden auf der anderen Seite geführt. Das ist nicht zu leugnen. Früher haben Kriege oder eine hohe Inflation dieses Problem quasi beseitigt. Wie wir das ohne diese beiden Faktoren lösen, ist noch offen. That's it. Und die Welt ist vielleicht eben ein Stück weit unsicher geworden oder unsicherer geworden, weil wir merken, die Umverteilung, die wird immer größer. Ich habe mich hier gestern mit einem Immobilienbesitzer an der Elbe mit Blick auf Containerschiffe getroffen, der über Mehrfamilienhäuser verfügt und der sozusagen exemplarisch zeigte, wo die Vermögenspreise hinführen, wer davon profitiert, nämlich er, während seine Mieter, denen er die Miete erhöht, weil er das Bad saniert oder Balkone dran baut, eben nicht profitieren. Die Einkommen sind nur ein bisschen gestiegen, die Vermögenspreise schießen durch die Decke, eben auch durch die Notenbankpolitik, und es kommen diejenigen unter Druck, die sich dann eben diese gestiegenen Vermögenspreise nicht mehr leisten können, im Sinne von gestiegenen Mieten, die sie dann zu bezahlen haben. Also das bringt die ganze Geschichte auf den Punkt, und das ist das Explosive, das wir derzeit so ein bisschen haben. Apropos Notenbankpolitik, apropos EZB,
Wir sehen hier die Bilanzsumme der EZB, die ist nicht gefallen bisher. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hawkische Äußerungen nicht nur von Nowotny gesehen, sondern gestern von Knote, dem Holländer, heute Weidmann und Lautenschläger wieder. Beides Deutsche, die klar gesagt haben, also wir sehen jetzt eigentlich keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen, noch nicht, da müssen wir erstmal abwarten, was da passiert. Also der Gegenwind gegen Lagarde, gegen die Draghi-Fraktion wird größer, die Nordländer scheinen sich da schon ein bisschen abzustimmen und die EZB muss wohl dann irgendwie einen Kompromiss finden, sie wird nicht all in gehen können, da scheint der politische Rückhalt nicht gegeben zu sein, denn hinter Weidmann und Lautenschläger könnte auch eine Angela Merkel stehen, könnte zumindest die deutsche Regierung stehen und ohne die deutsche Regierung wird die EZB nicht solche Maßnahmen wohl durchsetzen können. Was haben wir noch? Wir haben möglicherweise jetzt ein Fünffach-Top. Das fünfte Mal, dass der S&P 500 in dieser Zone 2940 gescheitert ist. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich wollte Ihnen noch zeigen, welche Aktien besonders gut gelaufen sind. Alleine Microsoft hat am bisherigen Anstieg des S&P in diesem Jahr 1,16%. Apple dann als nächstes, Facebook, Amazon, Visa, Alphabet, also die üblichen Verdächtigen, die ganz großen, die marktschweren Werte sind es, die die Märkte wieder getrieben haben. Die anderen Aktien sind eher Underperformer. Es ist also nicht der breite Markt, der hier stützt. Schauen wir uns die Kurse an, schauen wir uns die Charts an. Und wir sehen den S&P 500 2900 und knapp 26. Da ein rotes Kerzchen, da sind wir zunächst mal scheinbar rausgelaufen aus dieser Handelsrange, aber wir haben es eben nicht geschafft. Frage, wird es jetzt geschafft werden am Montag, Labor Day in den USA? Man wird sehen, was in Hongkong jetzt passiert möglicherweise, wie vor allem die Chinesen jetzt darauf reagieren, dass eben anders als sie klar formuliert haben, dass die Zölle nicht angehoben werden, das war ihr klarer Wunsch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie dann möglicherweise reagieren werden. Es war ja so, Trump hatte die Zölle angehoben, dann hat letzten Freitag China ja verkündet, wir werden Gegenzölle erheben und daraufhin Trump wütend hat erneut die Zölle angehoben. Also eigentlich hätten die Chinesen jetzt noch einen Schuss frei. Schauen wir uns den DAX an, der sich sehr gut hält, eben auch weil der Euro teilweise schwach ist, 11.949. Wir haben Euro-Dollar bei 1,0989, das erste Mal, wie gesagt, seit März 2017 unter der 1,10er-Marke. Schauen sich osteuropäische Währungen an, auch das ist Wahrheit, da rumpelt es richtig in der Kiste. Es geht massiv bergab, obwohl die eigentlich ökonomisch gut dastehen. Was ist da los? Da ist Kapitalflucht offenkundig der Fall, da ist Stress im System, weil viele offenkundig Dollar brauchen. Es dürfte also Dollarknappheit am Markt herrschen, da kann die Fed gar nicht so viel dafür, die müsste sozusagen diese Dollarliquidität zur Verfügung stellen, das wird sie gar nicht durch Zinssenkungen erreichen, das hat sie nach der Finanzkrise auch gemacht, indem sie Dollar-Swaps anderen Notenbanken zur Verfügung gestellt hat, als die praktisch keine Dollars mehr hatten und auf dem Trockenen saßen. Wir sehen Gold bei 1524 und Crude Oil bei $55.01. Also, das soll es erstmal gewesen sein für diese Woche. Dichtung und Wahrheit, Wahrheit sind die Fakten. Dichtung ist das Narrativ an den Märkten, wird schon alles gut. Es wird in den USA massive Zinssenkungen durch die Fed geben, obwohl die Wirtschaft nicht wirklich absäuft. Und wie dann ein immens verschuldetes Unternehmertum in den USA das verkraften soll, wenn gleichzeitig die Gewinne einbrechen, dann auch Aktienbuybacks nicht mehr möglich sind, also Aktienrückkäufe, das müssen wir jemand erklären. Da ist viel Dichtung dabei. Ich würde mich eher für die Wahrheit interessieren. Sie vielleicht auch. Jetzt wünsche ich erstmal das allerbeste Wochenende Ihnen und sage Servus und...